Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Ich bin Paul, ihr seid bei Kennerlight Gaming und ihr wollt Pokémon Feuerrot. Ihr sollt Pokémon Feuerrot bekommen. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Es wird immer später, aber es ist mir so egal, weil ich gerade in dem Flow bin von Pokémon. Ich kann gerade nicht aufhören zu spielen. Ohne weitere Umschweife geht's direkt weiter. Wir müssen bei dem hier ein bisschen weiter unten starten. Wir könnten auch hier starten. Hier wäre schon schlecht. Aber wir wollen mindestens da starten. Hier fangen wir an. Hier will er nämlich noch gar nicht kämpfen. Hier müssen wir hin. Denn ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Super. Das ist wahrscheinlich die da hinten, ne? Nein, weil wenn wir das machen, kommen wir direkt an das Item, was er da oben hat. Ansonsten müssten wir nämlich... Moment. Zack. Ansonsten müssten wir nämlich warten, bis wir Zerschneider haben. Ich habe gerade vergessen, mein Stöpsel reinzumachen, dass ich hier was höre. Kurz sagen, wir gehen weiter. Es geht auch Rasierblatt. Zack. Das ist jetzt zu einfach. Wir haben jetzt eine Attacke bekommen, die einfach genau auf dieser Knospe zugeschnitten ist. Die ist speziell offensiv. Das bedeutet zum Beispiel, Bedroher kann uns nichts anhaben. Das ist uns völlig egal. Verstehe ich allerdings nicht, warum ich gerade auf Tackle gehe. Ah, weil Rasierblatt ist nicht effektiv auf Klettern, aber vielleicht reicht es ja trotzdem, um mehr Schaden zu machen als Tackle. Ja. Und das nicht, weil es ein Volltreffer ist, sondern einfach, weil es Step ist. Und dann noch kein Bedroher. Und dieser Knosp ist eh schwächer im Angriff als im Spezialangriff. Und dadurch macht Rasierblatt halt doch mehr Schaden, obwohl es nicht effektiv ist. Jetzt kommen wir nämlich schon rein. Hier schon rein. Und finden wir Heimpower. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Und hier haben wir einen kleinen ADS-Bubi. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Du weißt wahrscheinlich alles. Alles, was du meinst, kleiner Junge. Ich glaub dir das. Yannick. Ja, das ist Yannick. Tut mir leid für alle, die Yannick heißen, aber Yannick ist auch so ein Name, den ich sofort mit ADS bzw. ADHS in Verbindung bringe. Der Name an sich hört sich schon so hyperaktiv an. Yannick! Yannick! Das war fast ein One-Hit. Das Schöne ist, es gibt einen relaxteren Weg wieder nach unten nachher. Hatte, glaube ich, nur das Rettern, oder? Oder hatte der zwei Pokémon noch mehr? Ach, der hat noch einen Sander. Alles klar. Ich werde übrigens von hier, wo ich gerade sitze, von hinten geschubst. Der dicke Kater hinter mir drückt sich nämlich vom Sofakissen in meinen Rücken, damit er Wärme abkriegt. Ist total nett von ihm, weil ich dadurch auch Wärme kriege. Allerdings stört es auch ein bisschen, aber es ist nicht wild. Er ist niedlich, weil er pennt. 2 Uhr morgens, na, um 2:30 Uhr morgens würde ich auch eigentlich lieber pennen. Aber ich bin gerade in einem Flow drin und ich habe halt gehofft, vielleicht schaffen wir ja heute noch Misty. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Yo, das bist du. Was hast du denn für ein Pokémon, dass du neidisch bist? Du hast bestimmt Nidoran weiblich, richtig? Und was Miraplan? Ja, es ist wirklich nicht ganz so süß. Obwohl es eigentlich geht. Duflor ist nicht ganz so süß. Das war, glaube ich, gerade ein Fehler. Ja, das war zumindest nicht effektiv. Lockduft, ich glaube, wir können nicht mehr aus dem Kampf fliehen, oder? Na, Fluchtblatt, wir können seltener aus, oder sind nicht mehr so stark im Ausweichen. Hätten wir 2 Tackle eingesetzt, wären wir jetzt wenigstens schon durch. Ich habe Lockduft schon lange nicht mehr im Kampf eingesetzt gesehen, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob es uns im Kampf bindet oder einfach unseren Fluchtwert sinkt. Tut mir leid, aber gegen Taubsi werde ich doch mal auswechseln. Die Sache ist zwar, Taubsi würde uns mit Level 13 auch kaum Schaden machen. Aber ich muss gestehen, ich habe Respekt vor unserem aktuellen Volltreffer-Barometer. Ich wurde schon lange nicht mehr gekrittet und es wird langsam Zeit und deswegen... Aber wir bleiben gleich drin. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Schiss davor und wechsle lieber direkt aus. Nicht, dass unser Visaflor hier drauf geht. Machen wir nochmal einen Schnabel, ist auch ein Instant Death. Und das passt.
passt sehr gut. Gibt unser Ibitak auch noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte ab. Jo, was macht ihr da unten eigentlich? Das Cup ist beliebt bei Pärchen. Der Arenaleiter müsste hier eine hohe Erwartung an diesen Ort. Warum hat man Erwartungen an einen Ort? Von hoher Erwartung ist doch kein Mensch. Jo, wie soll jetzt Bild sein? Aha. Und was macht ein Pixie hier? Nee, ein Pipi. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Alter, du machst mir Angst. Nimm mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Du bist ein waschechtes Pipi. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht's aus? Hörst du mir? Nö. Nein? Komm schon, ich stecke in wirklich ernsten Schwierigkeiten. Also, hörst du mir bitte? Okay? Alles klar. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Nein. Schon, das muss ich einfach machen. Ich wollte jetzt einmal wissen, ob er wieder da steht oder... ob er jetzt einfach drin vergammelt. Ja, er erzählt uns jetzt alles nochmal. Das ist lustig. Ich dachte, er bleibt jetzt vielleicht in der Maschine. Jetzt erzählt er uns quasi genau das gleiche nochmal. Ich dachte, er bleibt jetzt in der Maschine und stirbt einen qualvollen Tod aus. Ich weiß es nicht. Paul hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Das sieht aus, als wenn ich jetzt ein Pokémon getauscht hätte. Oh mein Gott, ich habe einen Bill bekommen. Wundertausch ist abartig. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ich erhalte das Bootsticket. Dankeschön, Bill. Ich pack das Bootsticket mal ein, ne? In Urania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Oh, das wird wieder 2 Folgen dauern. Ich sehe es kommen. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Alles klar. Hättest du Lust hinzugehen? Jetzt, wo ich das Ticket habe, gerne. Kann man noch irgendwas? Nee, ja, erzählt uns wieder nur den gleichen Kram. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch irgendwas, wenn man den schon einmal zugehört hat. So, wir wollen auch fix Misty machen, denke ich. Ich glaube auch, dass wir sie schaffen werden. Ich glaube, Level 21 ist ihr Starmie. Ich glaube, Level 21. Bin mir unsicher, aber ich glaube, Level 21. Obwohl wir Misty noch nicht geschafft haben, könnten wir jetzt da durchgehen, wo wir sind. Die sind jetzt weg. Wir heilen erstmal unsere Pokémon. Ich überlege gerade, ob wir mit Ibitak starten. Um damit so viel Schaden wie möglich zu machen und dann einfach auf dieser Knospe wechseln, wenn es nicht mehr weitergeht. Aber, da ich der Meinung bin, dass wir mit dieser Knospe alleine das ganze Ding da rocken werden, sie hat, was hat sie? Goldini, Sternu und Starmie oder nun? Sternu und Starmie oder nun? Goldini und Starmie, ich glaube, sie hat einen Starmie. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Das Problem ist halt, wenn man Monotypen hat, ist man halt sehr anfällig auf einen bestimmten Typ meistens. In dem Fall ist es leider auf Englisch The Grass-Type, auf Deutsch der Pflanzentyp. Und das ist einfach zu leicht. Ich glaube, es ist One-Hit. 5 Level drüber, Step. Und nochmal sehr effektiv. Das war's, Kollege. Schnürschuh. Direkt nochmal ein Level up, damit wir auch ja das Starmie One-Hitten. Wir haben jetzt einen Spezialangriff von 49. Eine Spezialverteidigung von 48, was Starmies Angriffstyp ist. Jetzt kommt Starmie. Ich glaube, das Ding ist 21. Oder? Ja, lächerlich. Ich glaube nicht, dass es ist schneller, das ist klar. Weil es einfach wahnsinnig schnelles Pokémon ist. Aber das sollte reichen. Reicht nicht ganz, aber ihr seht ja, das ist kein Problem.
Es kann keine Aquaknarre oder sowas einsetzen, weil es einfach keinen Schaden machen würde. Also versucht es einfach ein bisschen mit Sternschauer drauf zu hauen. Dazu ist Sternschauer, glaube ich, auch noch eine Prioritätsattacke, das heißt, es trifft sowieso zuerst. Ja, hätte es nicht gebraucht, aber die 900 Erfahrungspunkte, um fast wieder ein neues Level abzureichen, nehmen wir einfach mit. Wow, du bist sehr gut. Alles klar, ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Und noch 2100 Pokédollar. Supi, dankeschön. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblingstier, die wir, glaube ich, nicht gesehen haben. Das ist die Aquarelle. Wasser-Pokémon können diese Attacke lernen. Wir haben noch kein Wasser-Pokémon. Das Wasser-Pokémon, das wir uns aussuchen, ist leider nicht zu gebrauchen mit Aquarelle. Das ist einfach Blödsinn. Ich hätte gerne... Ach komm, wir kaufen uns schnell noch ein paar Sachen ein. Ich hätte gerne was verkauft, und zwar das Nugget. So, und dann können wir das hier... Ne, können wir hier nicht. Werden wir jetzt, glaube ich, ein paar Supertränke kaufen. Ja, 10 sollten erstmal reichen, also dass wir auf 10 aufstocken. Ja, wegen von... Ach, es reicht. Mehr als genug. Alles klar. Ein schönes Zerschneider haben wir noch nicht. Und ein Glück hat uns Bill das Ticket gegeben. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Die Leute hier, wo wir das hatten wir auch schon alles. Wir haben ja nicht wirklich Schaden genommen, deswegen werde ich jetzt nicht halten. Das sieht ja aber wirklich chaotisch aus. Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Und was ist Schaufler? Diese gemeinen Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Ein TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Aha, der Schaufler war sündhaft teuer. Das tut mir jetzt aber leid. Du bist doch von Team Rocket. Hey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin ein unschuldiger Passant. Was? Du glaubst mir nicht? Nein. Du siehst verdächtig aus mit deinem R auf dem T-Shirt. Steht bestimmt für Rüpel. Oder Rübennase. Oder Rotkohl. Bam, 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 bam. Wisst ihr, was hier kommt? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir jetzt ganz relax so einen Wechsel auf Ibitak. Ibitak kriegt nicht sehr viel Schaden vom Fußkick. Und dann geht's einfach mal los hier mit Schnabel, Kollege. Aber das hast du nicht gerechnet, ne? Kleines Majolo. Ah, ja, ja, ja. Nicht das sehen, was du da warben. Traumato! Ich würde eigentlich lieber nicht zu viel verraten, aber ich kann mich nicht beherrschen. Das müsst ihr bei mir lernen. Ich bin ein Mensch, der sich ganz schlecht beherrschen kann. Traumato wird unser drittes Pokémon. Dafür, dass es sehr effektiv ist, macht es wenig Schaden. Leider. Ist halt die Sache, Verfolgung ist halt wirklich nur mega stark, wenn man ausgewechselt wird. Und in der Regel ist unser Step stärker. Und zwar kriegen wir Traumato unten neben Urania City. Neben Urania City. Okay, ich gebe dir die gestohlenen TM zurück, 28. Ich gehe wohl besser. Tschüss. So, was der gute Herr nicht weiß ist, wir behalten die TM einfach. Ich werde jetzt fragen, warum. Nun ja, weil wir es können. Und weil es uns völlig egal ist, können wir es einfach tun werden. Ah, Mist. Ich habe doch so ein paar schöne Attacken. Ah, wir könnten da rauf drauf lernen. Das würde auch 40 machen. Können aber Items stehen. Allerdings ist der in der Edition selten ein Item auf dem generischen Pokémon. Hier würden wir noch nicht weiterkommen, weil wir sehen ein Bäumlein. Und das können wir noch nicht zerschneiden. So, hier kann man auf zwei Seiten runter. In der Mitte wäre die Pension.
Da ist die Pension. Die Pension, da kann man seine Pokémons abgeben. Und dann werden die da, je mehr Schritte man macht. Also immer wenn man Schritt macht, kriegt das Pokémon quasi einen Erfahrungspunkt. Ich liebe die Wache, oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Hier müssen wir erst aus dem Prismania-Kaufhaus Sprudel holen und müssen einem von diesen durstigen Leuten das Wasser geben, damit die uns durchlassen. Willst du den Nidoran weiblich? Willst du es gegen Nidoran, Nidoran männlich und tauschen? Nee, ich will nicht tauschen, halt den Mund. Ich drücke einfach mal durchgängig A. Irgendwo lag hier immer mal ein Item rum. Vielleicht habe ich mal Glück und da habe ich rein zufällig eins. Sieht gleich aus. Na, lass mal. Sobald wir einen der lustigen Wachen Sprudel oder Tafelwasser oder sowas geben, lassen uns alle durch. Er verteilt es dann quasi an seine Kumpels. So, Tausch gegen Ivitak. Ja, und pro Schritt, den wir machen, kriegt ein Pokémon in der Pension einen Erfahrungspunkt und levelt dann so nach und nach ab. Je länger wir es halt da lassen, desto mehr Level sammelt es halt auch. Ich könnte jetzt zwar ein paar Kämpfe überspringen, um einfach schneller in Urania City zu sein und einen schönen Abschluss zu haben, aber ich denke, wir haben auch einen schönen Abschluss, wenn wir einfach Trainer besiegen, abschnetzeln. Obwohl ich gerade der Meinung bin, ne, pass auf Leute, wir heben uns auf jeden Fall noch ein paar Trainer auf. Ich sag euch auch warum. Wir können ja gleich unser neues Teammitglied fangen. Und ich denke, das wird nicht höher sein aufs Level als Level 14, 15 vielleicht. Und ich möchte es gerne etwas nachtrainieren. Etwas nachziehen, damit es nicht allzu schlecht vom Level her ist. Deswegen würde ich sagen, müssen wir hier mal an dem so rum vorbei. Bei denen wird es leider nicht klappen. Da können wir einen auslassen, aber den anderen halt leider nicht. Haben wir jetzt quasi noch vier Trainer, die wir hier auf der Route besiegen können mit Traumato im Team. Und das sollte doch dann reichen, um Traumato ein bisschen Erfahrungspunkte generieren zu lassen. Oh, bitte treffen mehr als zweimal. Vielleicht viermal wäre super. Aber ich glaube, es reicht auch nicht. War klar. Fackel. Ach, zum Glück nicht wahrscheinlich so viel Schaden. 6 an der Zahl. Und da ist der Schnabel. Da ist der Kill. Da ist der Kill. Jungs, Mädels, was ist los? So, hier sind wir in Urania City. Wir heilen auch schnell unsere Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. So, sind wieder topfit. Einmal frei. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer, schaut euch die anderen Projekte an, die noch so laufen. Gebt mir konstruktive Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Ich sag mal, bis dann. Ciao, ciao.